einfach, das sind so Fehler. Der Baum wächst 50, 60, 70, 80 Jahre im Wald. Ihr möchtet natürlich auch Geld verdienen mit einem Holzverkauf. Und leider Gottes kommt es wirklich fast in jedem Polter vor. Liebe Waldbesitzer und Waldfreunde, wir sind heute über den Wald für euch unterwegs. In diesem Video geht es um den Verkauf von Nadelholzfixlängen an die Großsägewerke. Und wir zeigen euch 5 sichere Methoden, wie ihr den eigenen Nadelholzpolter ruiniert und damit den Durchschnittspreis vom Sägewerk senken könnt. Die erste Methode, den Durchschnittspreis zu senken, ist natürlich ein Klassiker. Ein zu langes oder ein zu kurzes Stück in den Polter legen, es kommt immer wieder vor. Dabei muss man allerdings beachten, zu kurz ist einfach. Also das ist ja egal, hauptsache 4 Meter lang zum Beispiel oder 5 Meter lang. Aber man hat ja die bestellte Länge 4,10 Meter, 5,10 Meter. Zum Beispiel nur 4 Meter lang zu schneiden, ist eine sichere Methode, dass man das Stück dann auf alle Fälle in Ausschuss landet. Oder auch nur 3,50 schneiden und sowas. Das ist auf jeden Fall eine ganz gute Methode, das entsprechende Stück im Sägewerk zu entwerten. Zu lang ist gar nicht so einfach. Das kommt mal vor, aber da muss man halt bedenken, da muss man wenigstens dem 5-Meter-Stück 5,30 Meter oder länger machen. Wenn es zu lang ist, nimmt es der Fahrer nicht mehr mit, weil ja ein Problem ist bei der Fracht. Also, und der sieht es ja auch, das ist zu lang. Den kann ich jetzt in den Sägewerk fahren. 5,30 Meter ist die beste Methode. Dann habt ihr auf alle Fälle im Sägewerk ein zu langes Stück und damit landet es im Dora-Preis oder bei manchen vielleicht sogar im L-Preis. Und damit haben wir eine deutliche Entwertung des Polters. Punkt 2 ist einfach, dass man ein zu kleines Stück oder ein zu dickes Stück in den Polter legt. Das heißt, zu dickes, überstarke Hölzer. Das sind meistens über 60 cm. Man tut sich einfach nicht erkundigen, man hat einfach die Stücke, man schneidet die Bäume und legt die alle rein, so wie man es halt vorfindet. Und das ist eine ganz gute Methode auf alle Fälle, weil die Großsägewerke in der Regel die überstarken Stücke raussortieren und dann einfach schlechter preislich bewerten. Also damit kann man den Durchschnittspreis hundertprozentig senken. Noch dazu ist er sehr hilfreiche Methode, weil die Hölzer sind ja festmeterreich, also da hat man ja auf jeden Fall eine Menge mit 2, 3 Stücken und wenn die dann einen EL-Preis kriegen, dann hast du den Durchschnittspreis aber ganz sicher gesenkt. Bei schwächeren Stücken, also unter 14, 13, 12 oder sogar 10 cm, das ist ja auch schwierig zu sägen, das muss man sagen, ist so gering, also Papierholzniveau, das fällt ganz sicher in Ausschuss und damit habt ihr eine Durchschnittspreissenkung. Die Nummer 3 der Methoden, den Durchschnittspreis zu senken, ist natürlich ein grobastiges Holz, also Randbäume oder grob gewachsene Bäume, wie jetzt die Kiefer hier, aus dem Gipfelbereich da reinzulegen. Damit hat ja schon mal die Entrindungsmaschine Probleme, das irgendwo sauber zu entrinden. Und natürlich landet so ein Holzstück hier im Dora-Bereich und das ist wieder eine ganz sichere Methode, den Durchschnittspreis für das gelieferte Holz, das Holz zu senken. Die vierte Methode, sicher den Durchschnittspreis zu senken, ist einfach zu krummes Holz zu liefern. Das erkennt jeder draußen, wenn ihr so krumme Stämme habt, legt es einfach im Polter rein. Mit Sicherheit werden die in Ausschuss landen, vor allem wenn es richtig krumm sind. Ein Klassiker wäre zum Beispiel Der Baum, der ist so ich sage mal, auf einer Seite krumm und dann wechselt er die Richtung. Das heißt, so doppelte Krümmung ist also wirklich beliebt bei den Sägewerken. Und dieser Stamm landet dann im Ausschuss und damit habt ihr sicher eine Durchschnittspreissenkung. Die Nummer 5 der sicheren Methoden, den Durchschnittspreis zu senken, kommen eigentlich, ich sage es immer, Überraschungsausschussstücke. Weil man soll ja den Tag nicht vom Abend loben und im Holzpolter, wenn man die anschaut, sollte man auf jeden Fall den Poltern nicht loben, bevor man nicht die Rückseite gesehen hat. Und auf der Rückseite kommt öfters mal sowas vor, dass man ja komischerweise häufiger auf der Rückseite als auf der Vorderseite. Bringt natürlich wahnsinnig viel, wenn man es ins Sägewerk reinliefert. Also
Auch die Rückseite wird bewertet im Sägewerk und wenn man das weiß, dann legt man es auf jeden Fall so rein, dass man es immer auf der Rückseite platziert. So kann es derjenige, der das Holz verkauft, einfach nicht so leicht erkennen. Wenn er die Rückseite nicht anschaut, dann sieht er das nicht. Und solche Fehler, die werden natürlich gnadenlos bestraft im Sägewerk. Das ist auf jeden Fall dann ein Ausschussstück. Und sowas landet im IL. Und wenn man dann ein stärkeres Stück wie hat, mit 3A, 3B Stärke, ist das schon ein guter, gehöriger Preisverlust und eine ganz sichere Methode, einfach den eigenen Durchschnittspreis für das gelieferte Holz entsprechend zu senken, dass man halt weniger kriegt für sein geliefertes Holz. Ja, ich habe jetzt gerade das Holz übernommen und der Waldbesitzer hat also wirklich diese 5 sicheren Methoden, den Durchschnittspreis zu senken, nicht eingehalten. Schade finde ich, also er kriegt jetzt sicher mit Sicherheit einen besseren Preis. Ihr habt es jetzt gesehen, also ihr kennt es eigentlich schon, wenn ihr diese 5 Methoden da einfach verwendet und euer Holz so bereitstellt, dann bin ich mir ganz, ganz sicher, dass ihr euer Holz zu einem schlechteren Preis verkaufen könnt. Ja, ihr habt wahrscheinlich gemerkt, dass das nur ein ironisches Video ist. Wir wollen euch damit einfach zeigen, dass das tatsächlich immer wieder vorkommt draußen. Und einfach, das sind so Fehler, der Baum wächst 50, 60, 70, 80 Jahre im Wald. Ihr möchtet natürlich auch Geld verdienen mit einem Holzverkauf. Und leider Gottes kommt es wirklich fast in jedem Polter vor. Also schaut auf diese Dinge nicht zu lang, nicht zu kurz, nicht zu dick, nicht zu klein, nicht zu krumm, nicht zu grobastig und nicht so Fehler wie kaputtes Holz oder aufgesplittertes Holz oder sowas einfach im Polter legen. Es fällt auf und führt dann tatsächlich zu einem schlechteren Preis, obwohl ihr euch Mühe gebt und ihr möchtet ja mit einem Holzverkauf auch eure Waldbewirtschaftung finanzieren. In diesem Sinne, viel Freude im Wald. Und